willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich gerade ready, wie ihr obviously sehen könnt, und packe gleichzeitig. Was ich am liebsten mache, wenn ich packe, ist bei meinen Schminksachen, dass ich mich schminke und dann die Sachen in die Tüte tue, die ich mitnehmen möchte. Und das hier ist so ein Reisebeutel vom Flughafen. Mein Concealer ist gerade viel zu hell für mich. Ich bräuchte eigentlich einen neuen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, zur Drogerie zu fahren. Und deswegen benutze ich jetzt einfach eine Foundation. Aber willkommen zu einem neuen Vlog. Das hier wird ein Vlog in Luxemburg und in Utrecht, also den Niederlanden, weil ich relativ spontan zu Emma fahre, meiner besten Freundin, mit Laura. Und ich freue mich so krass, weil ich die beiden halt wirklich in letzter Zeit nicht so oft gesehen habe. Leider ist Charlotte nicht dabei. Für die, die mich schon super lange verfolgen, wissen, dass wir und so eine Viererklicke sind seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich meine Freundin habe. Ich benutze jetzt den Make-up by Mario Stick in der Farbe Light Medium, den Soft Sculpt Stick. Ja, ich habe heute Morgen, wie ihr seht, ein bisschen gelesen, Sport gemacht und schon angefangen zu packen. Wir werden heute mit meinem Freund, kommt mich hoffentlich bald abholen, noch ein paar Sachen für die Wohnung, glaube ich, machen. Und dann haben wir heute Abend Date Night, auf das ich mich mega freue. Wir werden uns leider die nächsten drei Wochen, glaube ich, nicht sehen, weil wir beide mit unseren Familien weg sind oder Freunden. Und es ist total ungewohnt, weil wir jetzt die letzten 3 Monate praktisch jeden Tag beieinander waren mit so kleinen Unterbrechungen. Und es ist richtig ungewohnt und ich habe wirklich gar keinen Bock mehr auf unsere Fernbeziehung, weil er hat ja theoretisch noch ein Jahr in London und es ist wirklich anstrengend, Fernbeziehung, weil besonders, ich habe das Gefühl, bei Fernbeziehungen ist es so, man sieht sich und dann ist man halt so richtig krass die ganze Zeit beieinander und man gewöhnt sich aneinander und trotzdem ist es gewöhnungsbedürftig, wieder so viel beieinander zu sein. Und dann geht es wieder von 100 auf 0, wo man sich dann wieder 2, 3, 4 Wochen nicht mehr sieht. Und it's really annoying. Und ich bin wirklich happy, wenn das vorbei ist. Jetzt wird die Fernbeziehung eben Luxemburg-London sein und ich mit Flugzeugtickets ist das jetzt noch ein bisschen umständlicher, habe ich das Gefühl, aber wir packen das schon. Ich habe trotzdem keine Lust drauf. Also ich bin einfach so in einem Moment in meinem Leben angekommen, wo ich einfach keine Lust mehr habe auf dieses Gereise. So, ich möchte einfach meine Routine am Wochenende zu Hause haben, unser Zuhause und ja, einfach so eine Routine bilden. Ich habe schon dieses Jahr halt krasses Gefühl gehabt, als ich in Paris war, weil ich eben so viel zwischen London, Paris, Luxemburg war, dass ich halt nie irgendwo 100% zu Hause war, weil ich eben nie meine Routine komplett machen konnte, weil ich immer wieder aus dem Koffer gelebt habe. Und ich weiß, es sind krass Luxusprobleme und es hört sich so cool an, so viel zu reisen, aber Leute, es ist wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, ob manche von euch auch in einer Fernbeziehung sind, aber es ist wirklich anstrengend. Das Ding ist halt, ich kann mich nicht beschweren, weil wir halt so easy Verbindungen haben. Also Luxemburg-London ist auch nur 1,5 Stunden mit dem Flieger, nee, nicht mal 1 Stunde mit dem Flieger. Und es gibt voll viele gute Verbindungen. Aber die, die von euch so verschiedene Kontinente haben, so, keine Ahnung, Deutschland, Amerika oder so, also diese Fernbeziehung bewundere ich wirklich, weil das ist so eine richtige Fernbeziehung. So, ich finde, es gibt Fernbeziehungen und es gibt Fernbeziehungen. By the way, ist das mein aktueller Lieblingsblush. Den habe ich in Amerika gekauft, als ich in New York war. Und zwar ist das der Lady Gaga Blush in der Farbe Fire Moon. Und es ist so ein Terrakotta, so ein braun, also schon ein relativ dunkler Blush, zu dem ich eigentlich nie greifen würde. Aber ich finde, der sieht so, so, so schön aus und ich trage so oft auch gar keinen Bronzer, sondern nur den Blush. By the way, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich neuen Schmuck und ich freue mich, den euch heute vorzustellen. Und zwar trage ich meine neue Kette und Ohrringe von Purelay. Und den N-Ohrring, den ihr hier seht, der ist gar nicht neu. Wenn ihr meine letzten 10 Videos schaut, trage ich den immer. Und der ist auch von Purelay. Und was super toll an dieser Marke ist, finde ich, dass die wasserfest sind, nicht abfärben und super lange halten. Ich zum Beispiel mit dem Ohrring bin ich jetzt die ganze Zeit im Meer gewesen. Ich dusche immer damit, weil ich habe keine Lust, Schmuck zu kaufen, wo ich so vorsichtig sein muss. Das ist für mich einfach reinste Geldverschwendung. Ich nehme auch noch den anderen Schmuck mit nach Utrecht und ich freue mich, die neuen Sachen zu kombinieren. Und zwar habe ich mir noch ausgesucht diese wunderschönen Kreolen.
Und ihr wisst, ich bin ein absoluter Kreolenmensch. Ich trage ja auch gerade die hier. Ich habe immer Statement-Ohrringe drin. Ich finde, das wertet ein Outfit so krass auf. Dann habe ich noch endlich mir diese Kette geholt. Das ist so ein Staple von Pure Lace. Ist super zeitlos. Ich liebe das Design. Ich finde nur nicht, dass das zu diesem Top passt. Aber das kann man auch eigentlich ganz gut so layern, wenn man vielleicht etwas nicht so hochgeschlossenes trägt. Eigentlich wäre das auch so cool. Aber es ist ein Tagesoutfit, deshalb belasse ich es bei dieser Kette. Und dann mein Favorit, glaube ich, von der ganzen Bestellung sind diese wunderschönen Kreolen hier. Ich finde die so schön und ich werde die safe in Utrecht tragen. Einfach abends oder so, wenn wir mal was essen gehen. Ihr bekommt mit dem Code, den ich euch hier einblende, 30% während des Birthday Sales von Pure Lady. Bis zum 20.08. glaube ich. Und ich verlinke euch nochmal alles in der Infobox. Und wenn der Sale rüber ist, bekommt ihr mit meinem Code 20%. Wie gesagt, alle Infos findet ihr in der Infobox. Ich dachte, ich mache noch einen Fit-Check, weil ich schon lange nicht mehr so Fashion-Sachen gemacht habe auf meinem Channel. Und ja, ich wollte euch mein Outfit of the Day zeigen. Heute ist es super heiß. Heute sind es, okay, es geht 36 Grad, aber das ist mein Outfit. So. Ja, und mein Kinderzimmer wird für immer chaotisch sein. Ich mag es nicht mal. Das war die Phase, wo ich 16 war oder 15 und ich fand es sehr toll, ein ganzes cleanes, weißes Ikea-Zimmer zu haben. Ich finde mein Zimmer wirklich gar nicht mehr schön, aber damals war es die Ästhetik. Meine Tasche ist meine geliebte Tasche, die ich jetzt schon seit Monaten die ganze Zeit trage. Und zwar ist es die Zadige Voltaire-Tasche. Und dann mein Top ist Zara, super alt, basic. Dann meine Hose ist Zara, habe ich im Frühling, glaube ich, gekauft. Frühling, Sommer so. Und dann meine Birkenstock. Die Hose hat auch so einen Boyfriend-Schnitt. Also es ist sehr Tomboy-mäßig so. Aber deswegen liebe ich das halt so mit Accessoires, zum Beispiel mit einer coolen Tasche oder halt auch Schmuck, so ein bisschen weiblicher zu machen. Und hier, ich habe meinen Koffer gepackt für Utrecht. Da, it's the coffee maker, the holy grail. Wie ihr seht, sind wir back in der Wohnung. Wir müssen noch den Kleiderschrank fertig montieren, ich zeige euch den gleich. Es hat jemand hinter mein letztes Video geschrieben, dass das Licht hier schlecht ist. Also Leute, jetzt kommt keine Sonne mehr rein. Ich finde, es ist noch immer sehr hell. Aber wir haben auch Handtücher gefunden. Ich war nämlich schnell mit Fahrrad rum. Ich werde auch da Bettwäsche kaufen, aber die muss ich leider online. Kind, was schreit, sorry. Bettwäsche muss ich leider online bestellen. Jetzt ignorieren wir das Sofa. Ende der Woche kommt mein richtiges Sofa. Das ist ausnahmsweise super schnell angekommen. Es sollte erst im Oktober geliefert werden, aber irgendwie ist es jetzt schon fertig. Also ich freue mich, euch das zu zeigen. Und zwar haben wir uns für diese hier entschieden, für beige mit so grauen Streifen, weil das zu unserem Badezimmer passt. Einmal solche Gästehandtücher, die waren eigentlich auch ganz okay vom Preis, also 5 Euro hat das kleine gekostet. Haben wir beides zweimal. Dann noch so ein mittelgroßes für Gesicht und so weiter. Und dann haben wir noch zwei ganz große für den Körper. Und ich bin sehr happy mit den Tüchern, ich finde die richtig schön. Und ich warte gerade, dass mein Freund das einschraubt, damit ich die Platten montieren kann für den Pax, das Pax-Regal. Aber ja. Schränke sind eingebaut. High five. Wir haben gerade noch den Raumduft aufgestellt. Das war der Baobab-Duft, den wir gekauft haben. Das ist, by the way, die Tomorrowland Edition. Hat uns am besten gefallen.
Nächster Morgen. Neue Begleitung. Leute, wir sind gerade 10 Minuten gefahren, glaube ich, und stehen jetzt schon 50 Minuten oder so im Stau, weil ein Auto auf der, wie nennt man das, auf einer einzelnen Spur alles blockiert. Es geht null weiter, es ist super warm. Ich muss aufs Klo. Wir haben Hunger. Was ist dein Feedback? Ich habe keinen Bock mehr. Wir sind erst, noch keine 10 Kilometer gekommen. Life is good. Life is great. Das Einzige, was wir hier haben, ist dieses massige Zeug. Powerade, Mountain Blast. I wish. Oh, dang. Oh, super bien. Super bien. Wir sind angekommen nach 6 Stunden. Und es ist so süß hier. Aber jetzt gehen wir mal. Die Weingläser stehen auch schon da. Es ist the next day. Wir haben hier. Warum? Man guckt hier so hell aus. Wir waren gestern noch essen, wie ihr gesehen habt, und haben dann einfach gechillt. Und heute Morgen bin ich relativ früh aufgewacht, weil ich dachte, dass Laura mein Freund ist und ich den ein bisschen gekuschelt habe. Ich war heute Morgen noch laufen und wir machen uns gerade fertig, hatten schon Kaffee und dann geht's ein bisschen bummeln. Super süßen Vintage Store. Ich habe so eine schöne Hose gefunden von Scotch and Soda, aber die ist mir leider viel zu groß oben, aber die sitzt so gut an den Beinen. Rise and shine. Obviously the nap was intense. The hair is giving nap. Ich bin obviously von meinem Nap aufgewacht. Hi. Mir war irgendwie nicht so gut. Aber wir haben uns gerade fertig gemacht. Das ist meine neue Shorts, die ich heute gekauft habe. Die ist von Zara. Das ist Emma's Top, auch von Zara. Birkenstock. And we look like Dutch girls. Laura hat Holländisch gelernt, während ich geschlafen habe. Ja. Meneer. Zwei Glasen Wein, alstublieft. Yeah! Oh, wir gehen jetzt in den Park. Okay, obviously habe ich gestern nicht mehr gevloggt. Wir waren im Park. Wir waren was essen oder trinken. Ich weiß jetzt nicht, wie man das definieren soll, als trinken gehen oder essen gehen. Aber wir sind jetzt obviously auf dem Weg nach Hause. Und die Experience war 10 out of 10, I would say. I'm back! Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und we'll be back soon.